Vielleicht mache ich heute mal ein bisschen länger, weil ich mitten drin eine Pause gemacht habe. Ich find's cool, dass Bosse sich nicht so leicht finishen lassen und man da noch einen Kontakt machen muss. Also Schreiber, bist ein guter Junge, was? So brav und fleißig, hehehe. Nö. Gibt noch ein zweites Upgrade. Und jetzt kommen noch mehr Upgrades. Ein seltenes Schwert. Oh, ein wahrhaft wundervolles Schwert. Welch ein beflügelnder Anblick. Reicht das für eine weitere Lektion? Selbstverständlich, gut ist das. Fangen wir an. Konzentrieren wir uns heute darauf, was es bedeutet, Haltung zu bewahren, wenn wir einem gefährlichen Gegner gegenüberstehen. Ich konzentriere mich jetzt auch auf die Schwerthaltung. Hast du sie wieder geupgradet, die Waffe, oder? Es wird noch mehr kommen. Wir werden vieles dessen einwenden, was wir bisher gelernt haben. Weiche den Angriffen des Gegners aus und behalte die Überhand. Doch je stärker dein Gegner ist, desto schwieriger gestaltet es sich, im Kampf Schönheit zu bewahren. Eine Methode, um die Überhand zu gewinnen, wäre einen Moment der Schwäche auszunutzen, um gewagte Manöver zu vollziehen. Also gewagte Manöver, wann immer ich die Gelegenheit dazu habe.
Natürlich bedeutet das nicht, dass du deine Grundlagen vernachlässigen darfst. So würdest du dich selbst verwundbar machen. Heute wirst du gegen meinen vielversprechendsten Schüler Heinoske antreten. Du wirst sehen, dass er ein meisterhafter Gegner ist. Gut. Ich erwarte von dir, ihm in dieser Hinsicht in nichts nachzustehen. Sehr erfreut. Welchen Kampf sollte ich anwenden? Beginnt! Sehr schön. Ehrlich gesagt hatte ich hohe Erwartungen an Herrn Uske. Doch er war keine Konkurrenz für dich. Essenz des funkelnden Bleis. Majestätische Zerstreuung wurde freigeschaltet. Du kannst die Fähigkeit erlernen, dem See. Naja, das würde ich nicht sagen. Er hat es mir nicht leicht gemacht. Ach, was stimmt bloß nicht mit dir? Mit mir. Kein Grund für falsche Bescheidenheit. Du hast meinen besten Schüler nicht nur geschlagen, es gelang dir dazu noch mit atemberaubender Eleganz. Verdammt! Was habe ich das ganze letztes Jahr gemacht? Er ist hier einfach reinstolziert und hat mich mit Leichtigkeit besiegt. Lass den Kopf nicht hängen. Du bist bestens trainiert. Spar dir dein Mitleid. Unser Freund hier ist ein Ausnahmetalent. Du musst deinen eigenen Weg finden. Es gibt keinen Grund, ungeduldig zu sein. Aber uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Die Zukunft des Dojos ruht doch auf meinen Schultern. Hey du! Du bist stark. Stärker, als ich es je sein werde. Die Nachfolge von Meister Jinryu sollte dir zustehen. Unsinn! Du bist mein brillantester Schüler, Heinosuke. Die Selbstzweifel schaden deiner Schönheit als Schwertkämpfer. Du sollst wissen, dass ich all meine Hoffnungen in dich setze. Tja. Er ist gegangen. Ich glaube, dass er etwas Zeit für sich braucht. Hanoske kämpft oft mit sich selbst. Ich hatte mir erhofft, dass er im Wettstreit mit dir einen Weg hin zu innerem Frieden finden würde. Seine Fähigkeiten im Kampf sind hervorragend, doch ich fürchte, sein Verstand verfügt nicht über die gleiche Kraft. Als sein Meister habe ich versagt. Es ist nicht leicht, Lehrer zu sein. Ich sollte mich ebenfalls ausruhen gehen. Ich komme später wieder. Danke. Dieser Vorfall tut mir leid. Saito-san, wir haben dein Training mit Meister Ginryu beobachtet. Es gibt das etwas, das wir mit dir bereden wollen. Hättest du einen Moment Zeit? Sicher doch. Vielen Dank. Hier entlang, bitte. Ich hoffe, du verzeihst uns, dass wir dich bis hierhin
herbringen mussten. Wir würden mit dir gerne über Heinosuke-san reden. Genryos Schüler? Es klang, als ob es Pläne gäbe, dass er in Zukunft das Dojo übernehmen wird. Hat Genryu vor, in den Ruhestand zu gehen? Leider ist die Angelegenheit etwas komplizierter. Das ist ein Geheimnis, aber Meister Genryu ist ein Adeliger. Was? Ist das wahr? Allerdings, Meister Genryu ist sehr talentiert, doch ein Mann von seinem Status hat nicht den Luxus, Schulen und derartiges zu leiten. Er tritt zwar vornehmer auf als andere Samurai, doch dass er ein Adeliger ist, hätte ich nicht gedacht. Angeblich, als er als Kind sein Talent für die Schwertkunst entdeckt und an sich gearbeitet, bis er eines Tages dieses Dojo eröffnete. Seine Eltern gestanden ihm ein gewisses Maß an Freiheit zu, doch er ist ihr ältester Sohn. Er muss nach Hause zurückkehren. Man kann wohl schlecht ein Dojo in Kyo führen, wenn man irgendwo sonst im Land zu regieren hat. Meister Genryu will nicht, dass seine Techniken verloren gehen. Er flehte seine Familie inständig an und sie gaben ihm 3 weitere Jahre. Doch das ist jetzt schon über 2 Jahre her. Verstehe, daher sprach Heinosuke davon, dass nicht mehr viel Zeit bleibt. Wir Schüler stimmen Meister Genryu zu. Heinosuke-san sollte das Dojo übernehmen. Aber wenn er nicht beginnt, sich an sich selbst zu glauben, ist es besser zu werden. Und besser zu werden, wird er dazu nie bereit sein. Wir stehen tief in Meister Genryus Schuld. Wir wollen ihm helfen, wie immer wir auch können. Ganz genau. Er hat sogar arme Samurai wie mich aufgenommen und kostenlos unterrichtet. Er hat immer dafür gesorgt, dass wir zu essen hatten. Ich dachte immer, es gäbe keine barmherzigen Adligen. Doch Meister Genryu hat mein Leben verändert. Wir flehen dich an. Wir brauchen deine Hilfe. Du musst deine Schule für ihn weiterführen. Es ist bedauerlich, dass wir einen Oskistan aufgeben müssen. Aber wir können es uns nicht leisten, auf ihn zu warten. Wenn du das Dojo übernimmst, könntest du dafür sorgen, dass Meister Genryus Techniken fortbestehen. Würdest du es in Betracht ziehen? Ihr seid euch darin einig, dass ihr das wollt? Was? Ihr kennt euch untereinander bereits seit Jahren. Im Vergleich dazu bin ich ein Fremder. Und Heinosuke gibt ganz offenkundig sein Bestes, auch gerecht zu werden. Wenn selbst seine Mitschüler ihn aufgeben, welche Hoffnung bleibt ihm dann noch? Aber in Ordnung. Wenn es das ist, was ihr wollt, übernehme ich das Dojo. Viel Freizeit habe ich aber nicht. Es wäre einfacher, euch alle vor die Tür zu setzen und den Schuppen zu verkaufen. Wie bitte? Ich hatte ja keine Ahnung, dass du so herzlos bist. Ihr seid naiv. Wenn ihr das Dojo beschützen wollt, wisst ihr doch längst, was ihr zu tun habt. Na gut. Dann wäre ja alles gesagt. Vielleicht hätte ich nicht so weit gehen müssen. Aber ich diesen Weckruf habe sie gebraucht, sollte mir ansehen, was sie und Heinosuke nun tun. Nein. Also was sie nun tun. Mal gucken. Willkommen zurück. Ich hoffe, der Vorfall vom letzten Mal hat dich nicht so sehr belastet. Die Sache mit Heinosuke, meinst du? Wie ich höre, hat er mit einigem zu kämpfen. Er war einer der ersten Schüler in meinem Dojo. Muss so wissen. Ich hätte mir keinen talentierten, hingebungsvolleren Schüler gewünschen können. Nach deinem Kampf gegen ihn
musst du selbst bemerkt haben, dass er Hilfe braucht, um die Selbstzweifel, die ihn plagen, auszumerzen. Das mag sein, aber ich glaube, steckt mehr als nur sein Selbstzweifel dahinter. Alles an diesem Ort fühlt sich angespannt und unsicher an. Womöglich kann Heinoske sich aufgrund der Atmosphäre hier nicht selbst überwinden. Ich bin sprachlos, du schämst mich. Doch ich kann die Wahrheit in deinen Worten nicht abstreiten. Schließlich sind es meine Schüler. Es liegt bei mir, sie zu führen. Ich werde mich mehr anstrengen müssen. Gut, also, was für ein Schwert soll ich denn dir nächstes Mal mitbringen? Oh, das hätte ich ganz vergessen. Das ist Entschuldigung dafür, was du bei unserer letzten Lektion vorfiel, will ich dir die nächste umsonst anbieten. Wir können jederzeit anfangen. Mhm. Gut, also los. Ausgezeichnet, fangen wir gleich an. Heute wollen wir eine Technik üben, mit der man die Waffe des Gegners elegant abwehrt. Ja, alles klar. Setze diesmal bitte nur dein Schwert ein. Du wirst gegen meine Schüler antreten. Um die Stimmung unter ihnen erscheint mehr als sonst. Ist etwas vorgefallen? Wer weiß. Nun, nichtsdestotrotz. Wir werden mir es zeigen. Wir werden nicht verlieren. Nun, beginnt. Halte R1, um in Kampfhaltung einzunehmen, drücke Kreis kurz bevor vor einem Gegnerstreffen, um deinen Gegner zu entwaffnen. Oh Mann. Aua. Alter! Nicht so einfach. Boah, der war von hinten, das ist unfair. Fabelhaft. Glaube mir, deine Haltung wird mit jedem Mal schöner. Ich kann nicht fassen, dass selbst vier von uns nichts gegen ihn ausrichten können. Ich wusste es. Keiner deiner Schüler hat etwas auf dem Kasten. Taito-kun, was ist denn in dich gefahren? Du magst zwar stark sein, doch ich werde nicht zulassen, dass du über meine fleißigen Schüler derart redest.
Soll mir recht sein. Schließlich ist es deine Aufgabe, sie zu leiten. Das brauchst du mir nicht zu sagen. Nichtsdestotrotz werden wir mit der Aktion fortfahren, wenn du dazu willens bist. Gut. Du scheinst bereit für eine weitere Lektion zu sein. Wollen wir? Diese Lektion dreht sich darum, seine Anmut beizubehalten, wenn man von Feinden umzingelt ist. Ich trete wieder gegen eine Gruppe an. Ungeachtet der Anzahl der Gegner dürfen eine Bewegung keine Eleganz einbüßen. Schaffe Distanz, wenn nötig, und überlege dir immer, welche Position auf dem Schlachtfeld dir den größten Vorteil einbringt. Welchen Mächten du auch gegenüberstehst, solange du mit Schönheit und Anmut kämpfst, werden deine Gegner Blößen zeigen, die du ausnutzen kannst. Ich erwarte von dir, eine meisterhafte Leistung vorzubringen. Verstanden. Keine Gnade! Dieses Mal gewinnen wir! Regent! Pavel, glaub mir. Deine Haltung wird mit jedem Mal schöner. Er ist einfach unschlagbar. Habt ihr euch mal überlegt, warum ich euch immer schlage? Du gehst doch bloß an. Willst du, dass wir unsere Schwäche zugeben? Ihr versteht mich falsch. An Können fehlt es euch nicht. Ihr habt hart trainiert und eure Techniken verinnerlicht. Was ich wissen ist, wie kommt es dann, dass ich euch trotz all dem besiegen kann? Das genügt, Saito-kun. Ich bin der Meister dieser Schule. Die Schuld für ihre Niederlage liegt bei mir und niemanden sonst. Du und deine Schüler, ihr seid verzweifelt. Dem Dojo bleibt nicht viel Zeit, bis du gehen musst, oder? Du hast also mit meinen Schülern gesprochen? Ja, stimmt. Mir bleibt nicht viel Zeit hier. Sie haben mir nicht nur von der Situation erzählt, sie baten mich auch, das Dojo von dir zu übernehmen. Wie fühlst du dich dabei, wenn deine eigenen Schüler, einen Außenseiter wie mich, um so etwas bitten? Nun, vielleicht haben sie recht. Natürlich würde ich es bevorzugen, das Dojo in den Händen einer meiner Schüler zu lassen, aber ich habe meinen vielversprechendsten Schüler Hanosuke seit Tagen nicht gesehen. Die anderen haben ihn schon aufgegeben. Unter diesen Umständen wäre es vielleicht in unserem besten Interesse, die Schule dicht zu übergeben. Also gehört der Laden mir, wenn du fertig bist, damit bist, mich zu lehren? Wenn du akzeptierst, ja. Ich verstehe. Dann habe ich nichts zu erwidern. Ich übernehme das Dojo und wenn du weg bist, entscheide ich, was ich damit anstelle. Verdammt! Nein. Einverstanden. In dem Falle würde ich dich bitten, mir ein Schwert aus wahrhaft zeitloser Handwerkskunst zu bringen. Es wird ein Zeichen deiner Entschlossenheit sein. Bringe ein Schwert des Grades außerordentlich. Die nächste Lektion wird unsere letzte sein. Ich werde dich hier erwarten, Saito-kun. Wir haben ja eine Klinge, die
Seit wann haben wir die denn? Ich heiße dich willkommen. Hast du ein seltenes Schwert für mich? Es ist atemberaubend. Die meisten Leute würden ein solches Schwert ein Leben lang nie zu Gesicht bekommen. Ich bin zutiefst beeindruckt. Also ist es Zeit für unsere letzte Lektion. So ist es. Fangen wir an. Es gibt nichts mehr, was ich dich lehren kann. Zeig mir stattdessen, was du gelernt hast in einem Kampf. Falls ich dich besiege, wirst du mich als deinen Nachfolger anerkennen? Ja. Ich muss zugeben, dass ich meine Bedenken habe, Saito-kun. Der Wille meiner Schüler, das Vermächtnis meiner Philosophie, die Natur deines Charakters. In diesem Kampf werde ich mir über einiges klar werden müssen. Ich bin mir sicher, dass ein Kampf gegen dich meine Fragen beantworten wird. Wenn du bereit bist, ziehe bitte dein Schwert. Falls du mich besiegst und das Können eines wahren Meisters unter Beweis stellst, ernenne ich dich zum neuen Leiter dieses Dojos. Onga! Alter, was ist denn das für ein Schaden? Oh Gott. Ich bin noch nicht bereit.
Wie kann er durchstechen? Oh, nein! Kann ich die Fähigkeiten jetzt noch? Ich habe eine Revolver-Heldsphäre. Oh Mann, hörst du mal auf? Das ist so eine Kombo. Und dann kommt der fette Schlag mit seinen 400 Schaden. Fuck, der hat mich nochmal erwischt, ey. Mann, dieser Schlag ist immer so heftig. Wo kommt der her? Na Mann, ich hasse diesen Move. Und ich hab den gerade erstmal bei der Hälfte. Ach komm, dieser Omni-Schlag da immer, ey. Hohoho.
Nein, nein, immer wenn ich die Deckung aufgebe. Der war knapp. Oh mein. Das ist nicht dein Ernst. Ah, natürlich hätte ich wissen müssen. Uiuiui. Ich gehe kein Risiko ein. Ich hab dir doch gesagt, dass ich bei sowas nicht mitmachen möchte. Grüne Steine. Aber bis Samstag hast du die doch. Naja, nicht ganz.
Beeindruckend, deine Stärke und Schönheit haben meine Erwartungen übertroffen. Mit dir als Nachfolger muss ich mir wohl keine Gedanken mehr machen. Wartet! Herr Noske! Meister Ginryu! Bitte gib mir noch eine Chance. Ich habe von einem gehört, du willst das Dojo an Saito-san übergeben. Aber er hat keine Absicht, deine Technik am Leben zu erhalten, Meister. Ist das wahr, Saito-kun? Wie ich deinen Schülern bereits gesagt habe, ist das nun mal das Risiko, wenn ihr das Dojo einen Außenseiter überlasst. Willst du dein Vermächtnis wirklich nur jemandem anvertrauen, weil er ein starker Schwertkämpfer ist? Nun, als ich hörte, dass die anderen Schüler es wollten, konnte ich die Schande nicht ertragen. Also bin ich in die Berge gegangen, um tief in mich zu gehen und mich selbst in mir wiederzufinden. Während ich meine Klinge schwang, dachte ich an alles, was du mir beigebracht hast. Dann wurde mir klar, mir fehlt es an Entschlossenheit. Mir fehlte der Mut für dieses Dojo, alles andere zu vergessen. Meister Ginryu, würdest du mir noch eine Chance geben? Herr Noske. Der Ausdruck in deinen Augen hat sich verändert. Dieser Ort war bequem für dich. Mit deinem Sensei und deinen Mitschülern. Du musstest keinen Gegner fürchten. Dieses Dojo erinnert mich an eine Schule ohne Lehrer. Ihr verfügt über all diese Techniken, doch keiner von euch hat Ambition. Saito-kun. Genryu, deine Schüler bedeuten dir offensichtlich viel. Ich kann nicht leugnen, dass du gut zu ihnen warst. Doch ein Adliger kann keinen Hunger lehren. Du bist ein guter Schwertkämpfer. Doch deine Schüler brauchten jemanden, der sie unter Druck setzt. Saito-san, das war also deine Absicht. Ich bewundere die Art und Weise, auf die ihr alle euer Dojo und eure Technik beschützen wollt, doch die Welt ist nicht so gütig. Hanosuke, wenn du dieses Dojo erben willst, brauchst du mehr als das Geschick eines Schwertkämpfers. Du brauchst den Willen eines Schwertkämpfers. Ich danke dir, Saito-san. Bitte vergib mir, was ich dir neulich an den Kopf geworfen habe. Ich schulde euch beiden eine Entschuldigung. Ihr habt mich Demut gelehrt. Vielleicht wurde ich ungeduldig, mit Blick auf die schwindende Zeit. Ich vergaß, was meine Schüler am meisten brauchen. Ich glaube an die Schönheit der Schwertkunst, doch Schönheit lässt sich mit dem bloßen Auge beurteilen. Sie wohnt dem Herzen inne. In meiner eigenen Schule bin ich der törichtste Schüler. Meister, Hanosuke, ich bin dankbar, dich wiederzusehen. Deine Rückkehr zeugt von der Entschlossenheit, die ich in dir sehen wollte. Um meine Schule in deine Händen zu lassen, würdest du sie akzeptieren? Natürlich, Meister. Saito-kun, ich schulde dir mehr, als ich in Worte ausdrücken kann. Ich wollte nur helfen. Es hätte mich mit Stolz erfüllt, ein Dojo wie dieses zu besuchen. Nimm zumindest dies als Dank an. Du bist ein guter Mann. Buch der Offenbarung Blitz erhalten. Buch der Offenbarung Wildheit erhalten. Vielen Dank. Ich werde mich mit dem Training mit Hanosuke und den anderen widmen, solange ich es noch kann. Es gibt viel zu tun, allerseits. Kehre gern zurück, wann immer du dich danach sehnst, an der Schönheit deiner Fähigkeiten zu feilen. Das werde ich.